bunnies. Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank. Fantastisch, vielen Dank. Wir sind begeistert, dass Sie uns auch. Vielen Dank. Großartig. Vielen Dank. Wir sind begeistert, dass Sie uns auch in den Osterferien einschalten. Denn ich nehme an, Sie sehen uns irgendwo im Stau, auf dem Weg nach Südtirol oder zum Skifahren im Sauerland oder in Ostwestfalen. Schnee an Ostern, habe ich heute gehört. Schnee an Ostern. Aber das ist nicht unser erstes Thema. Unser erstes Thema ist eine Fernsehsensation, ein Fernsehhighlight des noch relativ jungen Jahres. Gestern Abend bei unserem Kollegen Reinhold Beckmann in der ARD Boris Becker. Das ehrliche Interview. Und es war, glaube ich, sehr beeindruckend, sehr bewegend. Boris Becker, ein Mann, der unglaublich viel für Deutschland geleistet hat, auch für unser Ansehen in der Welt. Und er hat gesagt, er möchte eigentlich nichts anderes als ganz normal in Ruhe leben. Und das ist so nachvollziehbar. Und wir sollten ihm diese Chance geben. Aber zuerst noch einige Hinweise. Ja, man, es war sehr ehrlich, das Interview. Weiß nicht, wer hat es gesehen von Ihnen? Ja, natürlich. Fast alle. Boris, man kann wirklich sagen, hat vor Reinhold Beckmann nochmal die Hosen runtergelassen. Sehr, sehr intim. Er hat gesagt, dass mit Anna Ermakova, Sie wissen, das ist die junge Frau in London, das war weniger als eine Affäre, es waren nur 5 Sekunden. Ja, und ich glaube, damit wollte Boris zu Beckmann in die Guinness-Show. Es war eine hitzige Geschichte. Es war, nachdem Boris gegen Patrick Rafter ausgeschieden ist in Wimbledon. Er hat sehr viel Alkohol, sehr viel Wodka dann am Mittag getrunken. Er hat gesagt, er hat sie vorher nie gesehen, er hat sie nachher nie mehr gesehen. Er hat sie übrigens auch währenddessen kaum gesehen. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Und er hat eingeräumt, und das spricht für ihn, dass er das erkannt hat und auch daraus lernt. Und es ist natürlich eine Belastung für ihn, sagt er in seinem zukünftigen Leben. Er sagt, es war der teuerste One-Night-Stand seines Lebens. Und eigentlich hätte Beckmann fragen müssen, welcher war der billigste? 5 Sekunden. Ich bin sehr glücklich, dass wir es nicht nötig haben, Quote zu machen, indem wir Gäste einladen, die sexuell über die Stränge schlagen. Mein erster Gast ist Musiker. Er war lange Jahre Single. Und jetzt sieht es so aus, als hätte er die Frau fürs Leben gefunden. Am Freitag wurde ein Opfer des überfüllten Luftraums über den Iberischen Inseln. Heute ist er hier bei uns. Profi genug zu sagen, tut mir leid, am Freitag. Heute hier bei uns, meine Damen und Herren, Dieter Bohlen! Das Leben meines zweiten Gastes ist mit Sicherheit sehr viel aufregender, denn er ist Mönch. Er lebt in einem Kloster in der Nähe von Frankfurt, aber Mönch, das heißt heute nicht mehr weltabgeschieden, sondern voll am Puls der Zeit. Er betreibt eine eigene Homepage im Internet, kommentiert dort jeden Tag Ereignisse in der Bild-Zeitung. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend in der vorösterlichen Woche bei uns vorbeischaut. Unser Internetmönch Bruder Paulus! Dieter Bohlen heute Abend bei uns zu Gast und Bruder Paulus, der Internetmönch. Und falls Sie demnächst einen großen Transport aus dem Süden kommen sollen, unsere Freunde in Italien möchten 100.000 Tonnen Müll aus der Umgebung von Neapel nach Deutschland schicken zur Verbrennung. Das ist völlig okay, das ist im Rahmen der EU alles so geplant. 100.000 Tonnen Müll. Täglich ein Zug mit 700 Tonnen bedeutet das, ja? Wenn Sie übrigens jeden Tag einen Zug sehen mit nur einem Wagen voller Müll, das ist ganz normalerweise ein IC mit Bordrestaurant. Ein Wagen.
700 Tonnen ein Zug. Und gestern ein Geburtstag eines Mannes, dem wir alle, glaube ich, hier im Team viel zu verdanken haben. Playboy-Gründer Hugh Hefner. Hugh Viagra Hefner wurde 75. Er lebt mit 7 Frauen zusammen. Sogenannten Bunnies, Häschen, das ist toll. Denn andere 75-Jährige kennen Häschen nur noch als Aufdruck auf der Schnabeltasse. Und er hatte viele Interviews zu diesem Thema gegeben. Es sind 7 Frauen, die sehr, sehr individuell gestaltet sind. Sie leben alle bei ihm und er hält sich mit ihnen. Er liegt mit ihnen im Pool. Und man muss sagen, Respekt, 75. Andere Männer in dieser Branche, in seinem Alter, sind tot oder schwul. Ja, er nicht. 75 Jahre, 7 Frauen. Das wird ihm bekannt kommen. Ja, ist das Motto, 7 Tage, 7 Köpfe. 4, 5, 6, 7. Und wo läuft Big Brother? Sie erinnern sich? Ja, die Eltern werden sich erinnern. Big Brother, the show formerly known as, läuft jetzt neu und erfolgreich wie nie. Wo? In Polen. In Polen wurde jetzt Big Brother gestartet mit einem sensationellen Erfolg. Ich dachte immer, Big Brother heißt auf Polnisch Vatikan. Nein. Sie wissen, die Firma Endemol, großartiger Konzern, sehr gute Freunde von uns, haben Big Brother erfunden und die Polen haben die Idee von ihnen gekauft. Ja. Und Big Brother. Angeblich möchte Guido Westerwelle nächste Woche nach Polen fallen und vor dem Container einen Kniefall machen. Das letzte Mal. Big Brother ist ja bei uns eigentlich kein Thema mehr, oder? Ich glaube, das letzte Mal, als bei uns über Big Brother in der Show gesprochen wurde, da hieß Polen noch Ostpreußen, oder? Wir haben wichtige Informationen, meine Damen und Herren, die wir nicht irgendwie so schludrig hereinbringen wollen. Ich freue mich sehr, dass eine prominente Frau es in dieser Woche machen wird. Sie ist die Gattin des derzeit inhaftierten ehemaligen Präsidenten von Serbien, die Gattin von Slobodan Milosevic. Herzlich willkommen, Mira Markovic. Das sind wichtige Informationen in dieser Tasche. Und wir haben diese Tasche auf dem Foto gesehen. Und wir haben nachgefragt beim Hersteller Louis Vuitton. Louis Vuitton Moet Hennessy. Das ist ja eine Firma. Im Eurostox notiert. Und nicht, dass wir uns dem Verdacht von Schleichwerbung aussetzen. Es gibt natürlich auch wunderbare Taschen von Prada, von Jil Sander, von Mandarin Duck. MCM. MCM, ganz ähnlicher Stil. Ähnliches Image auch, fabelhafte Tassen. Und was war das Überraschende? Man hat uns bei Louis Vuitton gesagt, die Tasche, die wir bei Frau Mila Markovic, der Gattin von Milosevic, auf dem Foto gesehen haben, wäre eigentlich gar keine Louis Vuitton-Tasche. Genau, muss ein Imitat sein, weil genau das führen sie nicht. Imitat? Ja. Das heißt, Frau Markovic ist vielleicht auf einen Betrüger reingefallen? Ganz bestimmt. Die kosten normalerweise, also so ähnliche Taschen, genau die gibt es ja nicht, kosten 20.000 Mark, sollte man nicht denken. Bitte? Ja. Was kostet so eine Tasche? 20.000 Mark. Diese Tasche kostet 20.000 Mark? Naja, die ist ein bisschen kleiner, die kostet vielleicht 15.000, aber so. Was ist da? Warum hat die hier so Kunststofffenster an der Seite? Das ist eine Katzentasche. Ah, so, wenn man die Katze mitnimmt in den Urlaub, dann gibt man die hier rein. Mhm. Ja, doch Luftlöcher. Ist aber schon toll. So werden Tiere artgerecht transportiert. In der Katzentasche von Louis Vuitton. Aber es gibt auch bestimmt von anderen Herstellern Katzentaschen. Ja, oder? Bestimmt. Ja. Ja. Diese Katzentasche. Miau. Sieht auch aus wie ein schlaff gewordenes Beauty Case. Das ist für mich eigentlich das schönste Zeichen von Liebe, wenn Männer ihre Frau in der Chartermaschine das Beauty Case hinterher tragen. Mit so Schuhen mit hinten Gumminoppen dran. Wie heißen die? Die Schuhe? Die Schuhe mit hinten Gumminoppen? Ja, mit hinten Gumminoppen dran. Hinten oder unten drunter? Nein, hinten. Das will ich doch nicht sehen. Ich sehe doch nicht die Schuhsohle von Leuten. Ja.
Das sehe ich nur, wenn sie aus Mallorca zurückkommen und rausgetragen werden. Ja, hinten. Tots, glaube ich. Tots. Aber nicht, dass wir uns den Verdacht aussetzen, Product Placement für Tots. Es gibt natürlich auch Gertz, Deichmann und natürlich Reno. Reno-Schuhe. Sind auch Reno, oder? Schuhe. Ja, Camper-Schuhe gibt es auch. Camper-Schuhe und Gucci und Versace. Und Boss. Boss macht Schuhe? Nicht. Ach so, ja. Und was noch? Salamander. Oh. So, jetzt haben wir alle gesagt, jetzt können wir beruhigt sein. 5 Sekunden. Hast du das Interview mit Boris gesehen? Leider nicht. Ja, leider nicht. Warum? Weil er guckt jeden Abend, schaut er an, sagt, wer wird Millionär? Und heute Mittag, muss ich sagen, war ich entsetzt, denn ich habe bei ihm eine Aggression gespürt, die ich nicht von ihm kannte. Und diese Aggression bezog sich auf einen Kandidaten bei Wer wird Millionär? Verstehe ich nicht. Das sind Kandidaten, die unglaublich viel wissen. Sie wissen, ich war selber dort und habe versagt. Ja? Und Herr Andrack empört sich jetzt darüber, dass immer mehr Kandidaten es nur maximal bis 32.000 Mark schaffen. Das ist viel. Ja, wenn man abstürzt von 500.000 auf 32.000, ist das okay. Aber wenn man schon seine ganze, wie du, aber wenn man schon seine ganze Taktik... Fakir, das kann keiner wissen. Fakir, yes, ja. Unfair. Ja. Die ganze Show hat nichts mehr mit Wer wird Millionär zu tun. Es geht immer nur noch bis 32.000 Mark. Und dann mit viel Glück vielleicht noch 64.000 Mark. Ich fall ja weich. Dann wird das auch noch geraten. Ich fall ja weich? Ja, ist der Standardausdruck. Ich kann es nicht mehr hören. Ich fall ja weich. Und dann raten sie noch die 64.000. Aber meistens wirklich die 32.000 Mark Show. Nur noch 32.000 Mark gewinnen. Ja, weil die Fragen natürlich auch schwer sind. Naja. Was sind das für Gäste, für Kandidaten? Wo kommen die her? Ja, das Problem, also das ist aber jetzt Schuld von Wer wird Millionär, die Kandidaten aus den neuen Bundesländern, die haben es natürlich... Ja, nein, Moment, nein. Das müssen wir. Ja. Zu Recht. Ja. Sie sind zu Recht empört. Sie sind zu Recht empört. Nein, Moment mal nicht, hier. Ja, ich würde das mal klarstellen. Ich sage ja nicht, dass die schlechter sind als die anderen Kandidaten. Ich sage nur, dass die Fragen teilweise für... Ossis schwerer sind als für... Ja, es ist so. Warum? Ja, warum? Weil natürlich, ich vermute mal, die Fragenredaktion bei Wer wird Millionär besteht fast nur aus Wessis und die leben natürlich auch aus ihrer Geschichte heraus und Fragen nach Wolfgang Borchert oder Nachkriegsfilmen oder westdeutscher Literatur, das ist natürlich einem Ostdeutschen nicht so prägnant bewusst, wie umgekehrt ja uns auch nicht die DDR-Kultur. Ja, also kann man sagen, Schuld bei der Redaktion, ja, die böse ist. Absolut. Das möchte ich klarstellen. Nicht, ganz dass wieder dieser falsche Eindruck entsteht, Herr Andrack hätte überhaupt verknappt gesagt, Ossis sind zu doof. Nein, das wird uns oft dann wieder untergejubelt. Nein, die Fragen, zum Beispiel Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert, wie heißt das berühmte Stück? Draußen vor der Tür. Draußen. Ja. Und das wussten die Kandidaten nicht? Nein, das wusste er nicht. Was haben sie geglaubt, wie es heißt? Er wusste es einfach nicht, er hat auch gar nichts gesagt. Das Publikum wusste, ja genau. Wie viele Joker hat er gesetzt? Alle drei. Alle drei. Draußen nee, oder einen nur. Nee, einen nur. Nee, einen hat. Ja, aber war neulich schon nicht so eine ähnliche Frage, wie draußen steht ein Pferd? Oder? Ja, genau. Ja, das war die 500-Mark-Frage. Die Fragen sind sie. Wie viel? Die 500-Mark-Frage. Ja, das war aber ein blöder Wessi, oder? Ja, das ist also, ich richtig, meine, nicht, kein blöder, aber es war blöde, dass ein Wessi nicht gewusst hat. Ja, ja. Genau. Und das sind aber zu viele Fragen, die zum Thema draußen vor der Tür in irgendeiner Form sind. Mal steht ein Pferd, mal steht ein Kriegsheimkehrer. Ja, ich finde, man kann sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Oder? Aber trotzdem, 11 Millionen Zuschauer. Ja. Und ich meine, es ist natürlich nach wie vor eine wahnsinnig spannende Sendung. Aber ja gut, eine Million zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer. Aber wieso, bei 32.000 fliegen die alle raus? Ja, ich würde mir halt öfters mal so auch mitraten bei 125 oder 250.000 Mark Fragen wünschen. Aber die ganzen Joker sind dann schon weg bei den Leuten und dann gibt's halt nichts mehr. Vielleicht ein Grund, über die Osterfeiertage einmal in euch zu gehen, liebe schwere Fragen-Raussucher. Und erstmal fragen, wie im Sinn von Mainz bleibt A. Mainz, B. Köln, C. selber schuld oder D. damit die Kandidaten ein bisschen weiterkommen. Ja. Die Telefonjoker wissen auch nichts. Ja. Gut, dann ist Herr Andrack, guckt voller Aggression das und dann guckt er wieder Reinhold Beckmann nicht mehr mit Boris Becker. Und das war faszinierend, ich konnte es leider auch nicht sehen, ich hatte Stromausfall gestern bei mir. Aber es ist unglaublich, ich habe es heute gelesen. Und zwar, Boris sagt, die ganze Sache hat nur 5 Sekunden gedauert mit Anna Ermakova. Heißt sie Anna Ermakova? Ja. Ja. Anna. Angela. Angela, Entschuldigung. Angela Ermakova. Angela Ermakova und Angela Ermakova, ja. 5 Sekunden.
Haben Sie eine Vorstellung, wie lang 5 Sekunden sind? Schauen Sie, das sind 5 Sekunden. Sekunden sozusagen, vorher nie gesehen, nachher nie gesehen. Mhm. Na, Benz? Wodka schon getrunken. Hallo? Ich meine, man sagt zumindest Hallo. Man muss ja mal wissen, dass sie, muss ja wissen, dass sie gemeint ist, oder? Ja, genau. Kommt rein, schon Wodka. 5 Sekunden, zeig mal bitte nochmal 5 Sekunden. Hallo? Das geht ja nicht, oder? Geht das? Ich kann nicht glauben. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Boris vielleicht schon mit offener Hose zeigt auf die Frau. Zeig mir noch mal einmal 5 Sekunden. Früher hieß das Präcox. Irgendwas kann da nicht stimmen. Nee. Wahrscheinlich haben da Beckmann wieder unter Zeitdruck gestanden in der Show, haben gesagt, sag 5 Sekunden, damit wir Zeit sparen. Oder so. Aber es war sehr, sehr beeindruckend. Und Boris war, ich glaube, so hat man ihn noch nie gesehen. Sehr, sehr bewegt. Er ist wirklich eigentlich für mich der wichtigste Deutsche, den wir derzeit haben. Und er hat gestern, glaube ich, auch viele Sympathien zurückgewonnen, weil er sich nicht gescheut hat, echte, tiefe Emotionen zu zeigen. Die verletzbare Seite seiner facettenreichen Persönlichkeit, und er hat früher auch schon öfters geweint, das haben viele vergessen bisher. Boris Becker, der Mann, der Mythos. Bisher kannten wir ihn nur als ebenso Wort wie ballgewaltigen Medien- und Tennisprofi. Bei Reinhold Beckmann sahen wir jetzt seine andere, seine weiche Seite. Niemand wusste, dass die ehemalige Tennismaschine aus Leimen auch weibliche Gefühle in sich trägt. Und langsam kommt immer mehr an die Oberfläche. Es war nicht das erste Mal. Bereits 1989 kamen ihm die Tränen, als er sah, dass jemand die Zonis rausgelassen hatte. Auch konnte er seine Tränen nicht zurückhalten, während er 1982 am Fernseher miterlebte, wie Martina Navratilova das Herrenfinale in Wimbledon gewann. Schon als blutjunger Teenager weint Boris B., als seine Periode erstmals auftritt. Ein Jugendfreund von Boris B. packt aus. Der Boris, das war ein richtiges Weichei. Hat immer geheult. Also, ey, bei jedem Pipi-Fax. Ich hab ihm mal das Förmchen weggenommen im Sandkasten. Da hat er geflennt, wie blöde. Dann haben wir ihn mal ein paar Tage in die Wäschekammer gesperrt. Da ist er durchgedreht. Seitdem hat er ein richtiges Wäschekammer-Trauma. Und naja, den Rest der Geschichte kennen Sie ja. Boris Becker, der Mythos, der Mann, die Heulsuse. Das werden Sie sicher auch gesehen haben. Hier, der aktuelle Spiegeltitel, zurück zur Familie. Sie wissen, das Gericht in Karlsruhe hat entschieden, kinderreiche Familien sollen in Zukunft, oder auch Kinderarme, also mit einem Kind oder so, von der Pflegeversicherung nicht befreit werden, aber sollen weniger Beiträge zahlen. Man sagt, diese Singles, die Milliarden verdienen und das jeden Abend krachen lassen, während die Familien zu Hause sitzen und Windeln wechseln müssen oder die Wohnung neu streichen, wenn man die Windeln nicht mehr rechtzeitig geschafft hat oder so. Zurecht! Sollen diese verwöhnten Singles mehr zahlen? Zurück zur Familie. Und mich hat sehr begeistert, wenn man den Spiegel aufsteckt, schauen Sie gleich auf der zweiten Seite, denn es geht ja drum, es wird ja bald so sein bei uns, dass 400 Rentner von einem Kind finanziert werden müssen. Denn die Menschen werden völlig zu Recht, immer älter, steinalt, sind dabei top gesund. Und schauen Sie, hier ist eine Werbe von einer Bausparkasse. Und das sind, finde ich, Menschen, die so lachen können, dafür zahlt man gerne ein. Schauen Sie bitte das Gesicht dieser Frau an. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder ganz herzhaft gelacht. Ja. Zeig's mal, eine richtig süße Omi. Das ist so, weißt du, man hat beim Lachen oft so, wo das Gesicht nicht mitgeht, das Auge. Aber hier, vor guter Laune geht das rechte Auge nicht mehr auf. Ja.
Wirklich wahr. Und ich muss sagen, ich zahle gerne Rentenbeiträge. Ja. Ja, denn man weiß ja, man zahlt es für solche Menschen, die sich dann mit Mountainbikes an den Strand begeben. Zu Recht, sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet. Was sie bisher nicht wussten. Zurück zur Familie ist der Titel einer neuen Gameshow bei Sat 1. Kommt nach Ostern täglich um 17.24 Uhr in Sat 1. Und Sie sollten sich jetzt schon den Termin notieren. Es ist wirklich was für die ganze Familie. Eine Sendung, die richtig Spaß macht. Der Countdown läuft. Halten Sie sich fest. Stützen Sie sich ab. Schnallen Sie sich an. Sat 1 präsentiert 50 Minuten Adrenalin pur. Willkommen bei Zurück zur Familie. Fünf Prominente spielen gegen die Zeit. Wer verliert, muss zurück zur Familie. Alle Kandidaten lieben billige Bierzeltbumserchen, hastige Hotelbarfummeleien, Seniorensex auf dem Achterdeck, Weihnachtsfeiern mit Reinhalten und Karnickelfix in der Wäschekammer. Schluss damit. Wer alles weiß, darf weiter rummachen. Wer verliert, muss zurück zur Familie. Das neue Killerquiz. Natürlich auf Sat 1. Die aktuelle CD und die aktuelle Single von Modern Talking, America und Win the Race. Ich freue mich sehr, dass er mittlerweile ein Flugzeug erwischt hat. Am Freitag wurde er Opfer des überfüllten österlichen Luftraums über Mallorca. Heute Abend bei uns. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen! America und Win the Race. Wir haben uns natürlich gefragt am Freitag, war das eine Linienmaschine oder ein Privatjet, den du verpasst hast? Ich hatte die Nacht davor ein Stern-Interview und das hat irgendwie morgens irgendwie geendet, besoffen oder am Tisch mit den Leuten. Entschuldigung, mit dem Stern? Ja. Wie viele Journalisten waren das? Zwei. Mann und Frau? Nee, zwei Männer. Also und? Die haben auf jeden Fall so getan. Ja. Und ihr habt euch wirklich so die Kante gegeben, dass ihr unterm Tisch? Ja, relativ. Also morgen kommt das irgendwie, der Artikel heißt Doof, als setzt sich durch oder irgend sowas. Ja, ich habe da heute schon in Spiegel Online habe ich schon eine Vorschau gelesen. Die haben das schon vorab rausgegeben. Und du sprichst da von Verona Feldmaus. Ja. Ist das richtig? Ja, aber ein Satz irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Wo habt ihr das Interview gemacht auf Mallorca? In so einem Restaurant. Ja, der Stern hat gezahlt. Nee, die hatten irgendwie kein Geld mit, auf jeden Fall. Also ich meine, die 16 Flaschen Wein habe ich bezahlt irgendwie. Und deshalb, ich wollte dann nachts noch irgendwie um 7 das Telefon, das Handy programmieren. Ja. Und ich dachte auch, ich habe es programmiert. Ja. Und weil wir um 9 dann eigentlich wegfliegen wollten. Also das ist die wahre Geschichte. Ja, klar. Und, aber das Handy hat nicht geklingelt. Das hätte dich wecken sollen. Ja. Und dann bin ich trotzdem so irgendwie um 9 aufgewacht, aber es war zu spät. Dann haben wir versucht, einen Learjet zu kriegen. Ja. Der hat aber einen Slot gekriegt, erst für 2 Uhr. Und deshalb konnte ich, also es tat mir wirklich leid, dass ich nicht gekommen bin, weil ich bei dir ja wirklich immer sehr gern bin. Eben. Ehrlich. Und wir haben uns aber gedacht, auf der einen Seite, ehrlich gesagt, war es uns ja auch nicht unrecht, weil Thomas war ja prima am Freitag. Und wir wissen, dann haben wir dich heute hier. Dann haben wir im Grunde zweimal was davon. Und wir haben natürlich eine schöne Gelegenheit gehabt, ein bisschen so rein zu vermuten, was war genau auf Mallorca. Konnten die beiden Typen vom Stern noch laufen nach dem Interview oder sind die liegen geblieben? Nee, die konnten nicht laufen, aber ich habe sie dann nach Hause gefahren. Du bist noch gefahren? Ja, auf Mallorca gibt es ja keine Polizei, jedenfalls da in dem Dorf nicht, wo ich bin. Das ist aber gefährlich, mein lieber Stern. Ich habe nichts getrunken, ich habe nicht gesagt, dass ich mitgetrunken habe. Ach du, wie also, die beiden Sternleute haben 16 Flaschen Wein getrunken? Also habe ich auf jeden Fall auf der Rechnung gehabt. Also nee, pass auf, stimmt nicht. Also es waren 16 Flaschen Wein und der eine hat nur Bier getrunken, der hatte glaube ich 18 Bier drauf. Also so die großen Canyas heißen hier auf Mallorca. Ne? Ja, bist du sicher, dass da nicht noch das Datum mit dabei war? Also es ging richtig ab. Aber auf jeden Fall war es lustig. Die wollten natürlich hauptsächlich Privates von dir wissen in dem Interview, nur, oder? Nur, wirklich? Ja. Nervt es nicht irgendwie langsam? Nervt total, aber ich meine, was soll ich machen? Irgendwie? Ja, aber hast du gesagt, okay, ich mache jetzt ein so ein Interview, damit die Sache dann auch irgendwie abgehakt ist? Nee, also eigentlich, das hatte natürlich einen Grund. Also ich wollte bei dem Interview eben klarstellen, es gab ja diese ganzen Gerüchte von wegen Bohlen singt nicht bei Modern Talking. Ja.
wo ich natürlich echt cholerische Anfälle bekommen habe, weil ich das relativ link finde, wenn die Leute das erzählen, weil ich bin seit über 20 Jahren in der Branche und jeder weiß eigentlich, dass ich die Nummern singe. Mhm. Und da gehört ja auch nicht viel zu, so hoch zu singen. Ich meine, das ist nicht besonders schwer. Selbst du singst immer Geronimo's Cadillac. Geronimo's Cadillac! Siehst du? Ja. Also da gehört echt nicht viel dazu. Und dass man mir selbst das jetzt noch wieder absprechen will, dieses hohe Gequietsche, ist, fand ich ein bisschen doof. Ja. Also. Aber du kennst die Gerüchte, die es darum gab. Warum? Um dieses Ding. Es gab ja. Nein, ich finde nur link, das heißt, du 20 Jahre erzählen, die du singst Scheiße und dann sagen die, die Scheiße, was du da gesungen hast, das warst du noch nicht mal selber. Ich meine, ja. Aber das Gerücht war, du hättest, und das stand in der Süddeutschen Zeitung, sozusagen die Sache inszeniert mit dem Ich singe nicht selber, um abzulenken von der Sache mit Nadel und mit der neuen Frau. Nee, das habe ich andersrum gelesen. Ich habe gelesen, ich habe die neue Frau eingesetzt, genau, um die andere Sache wegzukriegen. Ja, um die Sache. Aber so schnell, wo kriegst du so schnell eine Frau her? Ich meine, also eine vernünftige. Ich habe die Frau gesehen. Ja, Hammer, oder? Estefan, ja, wirklich wahr. Ja. Die hat mir alle 120 Frauennummern in meinem Handy gestern gelöscht. Also du hattest 120 Frauennummern in deinem Wen Handy? Wen hast du denn? Ich habe kein Handy. Aber jetzt mache ich voll aufs. Also, nee, Single heißt das ja gar nicht. Ich dachte schon, Single heißt das, wenn man nur mit einer Frau zusammen ist. Oder? Nein, Single heißt nicht, wenn man nur mit einer Frau zusammen ist. Das ist monogam. Also, ja. Okay. Single ist, wenn man allein in einer Beziehung lebt, zum Beispiel. Mit sich selber. Und. Ja, ist eifersüchtig? Sie. Ja. Mega. Ehrlich. Sie ist halb Südamerikanerin. Ja. Sie, ihre Mutter kommt, die Mutter kommt auch wieder nur zur einen Hälfte aus Paraguay, zur anderen Hälfte aus Brasilien und Papa ist Deutscher. Ja. Und die Frauen haben natürlich Feuer. Ich meine, also nee, ich habe sie wirklich gesehen. Ich meine, wir sehen hier viele schöne Frauen und ich meine auch Verona Feldbusch und auch Nadel sind absolut attraktive Frauen. Aber das ist sie ist jetzt aber auch lieb. Also ich meine, die aber auch wirklich. Ja, aber das ist Dynamit. Nein, Nadja war ja auch lieb. Also nichts gegen Nadja. Auf Nadja lasse ich nun überhaupt nichts kommen. Und wir haben uns oft relativ friedlich, also beziehungsweise total friedlich getrennt. War das also so? Hat sie dich verlassen oder habt ihr euch ausgesprochen? Sie meinte schon vor einem Jahr so etwa oder so, dass sie lieber ihr eigenes Ding machen wolle. Und wir haben es dann aber immer irgendwie nicht geschafft, oder uns richtig zu trennen. Mhm. Und ich glaube, also jetzt, ich meine, die Leute haben die ganze Zeit immer rumgemosert, sowieso, warum wir denn zusammen sind. Und ich meine, bei Stefan Raab musste ich immer diesen Spruch da mit und so. Und das war ja auch, das war ein reiner Gag damals. Das war ein 7 Jahre alter Take, wo ich nur, ich wusste, dass Nadja irgendwo draußen ist. Die RTL-Leute wollten damals was zu trinken haben. Ja. Und ich habe eben höflich... Ja. So wird es dann benutzt. Ja. Ja, so wird es dann benutzt. Ja, ich meine, ja, wenn ich ein Interview gebe, ich meine, soll ich da selber losgehen und dieses Trinken holen? Oder? Nee, das ist ja völlig klar. Das verstehe ich. Mein, nein. Und da habe ich ganz normal, ganz nett Nadja gerufen. Ja. Also, das kam noch nicht so rüber. Ja, klar. Ja, wenn du sagst, sie ist jetzt lieb, was heißt das? Also auch häuslich? Sie ist lieb, also Estefania. Ja, Estefania ist aber, muss ich sagen, Dynamit. Also ich meine, sie wirkt noch sehr schüchtern, sie ist sehr, sehr jung. Also im Unterschied zu Verona zum Beispiel ist das bei ihr, Verona sieht ja erotisch aus und sie ist erotisch. Also so. Verona ist gar nicht so, wie man... Also ich will ja nichts Privates hier. Ja, nee, klar. Es gibt ja so Mogelpackungen im Leben, so Wundertüten. Man macht die Tüte auf und dann macht's blum. Ich muss wirklich sagen, also wir haben Models und alles hier, aber das ist wirklich natürlich auch eine sehr, sehr, nur vom ersten Eindruck, heißblütige Frau. Ja? Bombastisch angezogen mit dieser Sonnenbrille und so weiter. Aber was ich natürlich, ich meine, du bist in den besten Jahren. Aber sie ist natürlich schon... Bisschen jünger, meinst du? Bisschen jünger. Aber,
Ja, also ich meine, Rudi Carrell hat eine Frau, die ist 36 Jahre jünger. Unser Bundeskanzler hat eine junge Frau, unser Außenminister hat eine junge Frau. Ich meine, ich wollte sowieso nie Vorbild sein und so. Und ja, aber also in der Geschichte jetzt. Und ich meine, also das passt wirklich ganz gut. Gut, aber Rudi golft ja hauptsächlich. Ja. Und die Frage ist einfach, kommt man da nicht an einen Punkt, wo man sagt, irgendwie, man hat sich doch auch körperlich überschätzt? Also den Punkt habe ich noch nicht gefunden. Und naja, ich meine, also bei Boris gestern, das fand ich natürlich auch mega lustig. Ich meine, gerade, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ja. Also wenn ich betrunken bin, brauche ich mal länger. Und wie ist das bei dir? Bei mir ist es so, dass ich oft brauche 5 Sekunden, bis ich einen Reißverschluss gefunden habe. Ja, also ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, ne? Ich vertrage das ja so schlecht. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Bei uns war heute auch im Team, und man kennt ja so diese landläufige Variante, dass man auf irgendwelchen Schützenfesten ist, wo überhaupt nur der Alkohol ein Paarungsgespräch ermöglicht. Ja? Aber das klang irgendwie, also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass Boris da sich ein bisschen was in die Tasche gelogen hat. Ja. Oder? Ja, ich glaube es auch. Aber ich meine, was denkst du, wenn du das so siehst, wie Boris sich da äußert? Ist das nicht ein bisschen zu privat? Nein, aber ich meine, die Zeiten haben sich einfach geändert. Und ich finde schon, also ich meine, auch bei meiner Teppichgeschichte, die haben gerade diesen komischen Tisch für 20.000 Mark an irgendjemand verkauft. Ja. Wirklich? Da habe ich mir echt das erste Mal überlegt, ob ich meinen Beruf irgendwie wechsle und vielleicht irgendwie... Tisch? Also, ich weiß nicht. Also, ja. Aber ich meine, was war das? Das ist ja, weißt du, mein, wir freuen uns ja. Wir leben ja davon. Wir leben ja davon. Wenn wir morgen sehen, Bild, Titelseite, Dieter Bohlen, Sex im Teppichladen, wissen wir, eigentlich müssen wir dich an dem Tag beteiligen. Finanziell. Weil es ist natürlich ein Thema, das im Grunde von alleine läuft. Aber kannst du dich gegen solche ungerechten Verdächtigungen nicht wehren, juristisch? Oder war da was? Also, ich kannte Janina, das stimmt. Ihr kanntet euch. Aber ich war nie in dem Teppichladen. Du warst nie in dem Teppichladen? Ich war noch nie in dem Teppichladen. Und was war dieser Zeuge, den die dann abends in Explosiv... Der war gekauft von Sat.1, glaube ich. Der hat 20.000 Mark dafür gekriegt, dass er das aussagt. Du hattest nie in diesem Teppichladen Sex mit Nina? Richtig. Aber du weißt das auch, Janina. Du weißt aber auch, dass Clinton gesagt hat, I never had sex with this woman. Und dann war... Ja, aber ich bin nicht Clinton. Ich meine, ich kannte das Mädel und so, aber die wie gesagt, das war eine ziemlich also komplizierte Geschichte. Also sie hat eben von der Bild-Zeitung damals Geld bekommen, sie hat die ist zugeschüttet worden, quasi dann vom Playboy und so weiter. Und das war eigentlich eine ziemlich gute PR-Geschichte für sie eher. Aber also weil ich, wie gesagt, ich hätte mir die geschnappt, wäre ins Hotel gefahren und dann brauche ich da nicht in so einen Teppichladen. Das ist ja schön. Ja, aber die Frage ist, kann man da überhaupt noch Frauen trauen? Es ist mega. Also, was gibt dir die Sicherheit jetzt mit Estefania, dass da nicht auch irgendwo wieder böse Menschen sagen, hier ist Geld und. Ja, die Sicherheit hast du nie, das ist ganz klar. Aber ich meine, das würde ja sofort heißen, dass ich nie wieder irgendwas mit einer Frau mache. Und dann gehe ich lieber wirklich also das Risiko ein, weil lieber hoch und runter als. Weil ich lebe nur einmal, ich möchte eben was erleben. Und ich meine, solange einem so hübsche Frauen zugeflogen kommen und so und man Spaß hat, das ist ja, ich meine, deshalb lebe ich. Ja, aber wisst ihr, die Frauen kommen auf sich zu. Wie habt ihr euch kennengelernt? Du musst ja nicht baggern, oder was? Nee, du sitzt doch, irgendwo. Nee. Also im Jazz, wenn ich ab und zu in der Disco bin, ist das schon so, dann gibt es so Dreierreihen, die vor einem tanzen. Und dann sagst du, die zweite von links kommt nach vorne. Aber die, Ja, ich meine, das ist doch, die Frauen wollen dich ja auch kennenlernen, oder? Aber das ist was anderes. Weil die gehen dann weg, wollen Party haben und sind ja so, ich meine, die freuen sich ja, wenn sie als Partyschlampe bezeichnet werden, die Mädchen. Das ist wirklich wahr. Also, und also das kannst du ja knicken, sowas. Ja. Aber bei ihr war das einfach ganz anders. Also ich war beim Grand Prix, weil ich da meine Künstlerin und wir sind da aufgetreten. Und in so einem Raum saß sie eben mit so ein paar Freundinnen. Und ich habe sie angesprochen, nicht angebaggert. Ich bin da ganz blöde hin und habe gefragt, ob sie mir Feuer geben kann für meine Zigarette, so die ganze alte. Also mir ist nichts Besseres einfach eingefallen. Nee, und dann hat das bis 3 Uhr morgens gedauert, eben, bis sie überhaupt ein vernünftiges Gespräch, so, ich sag, Mensch, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Das war ja auch nur Versuch eines Gesprächs. Und bis ich sie dann so, naja, und dann haben wir noch bis mittags um 12 nur quack, 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 sind ins Hotel gegangen. Das war echt lustig, weil das Hotel, natürlich die Lobby war zu, haben uns Kaffee geklaut hinter so einer Bar und saßen die ganze Zeit, haben viel geraucht, viel gesprochen. Und ja, und am nächsten Morgen mochten wir uns dann irgendwie. Das ist ja auch natürlich, du hast ja ein bisschen was erspart.
in deiner Börse. Er spart. Ein bisschen was auf der hohen Kante. Das geht ja? So. Hast du viel verloren jetzt beim letzten Börsen-Einstieg? Also im Gegensatz zu dir nicht im neuen Markt. Ich war auch nicht im neuen Markt. Nee. Aber ich habe an dich gedacht, weil du wolltest ja mit deinem Unternehmen an die Börse gehen. Richtig. Und ich meine, also wenn ich überhaupt was Richtiges gemacht habe in den letzten 20 Jahren, wovon ich meine, da bin ich manchmal auch nicht so überzeugt von. Die Sache war natürlich richtig, weil ich war bei allen Leuten, erstmal habe mich informiert. Ich habe mit HV, mit Mobilcom, hier Schmidt, ich habe mit Telekom und den ganzen Leuten gesprochen. Und damals wollte ich ja, wie gesagt, so ein Entertainment AG machen. Ja. Der IPO war vorbereitet, alles war vorbereitet. Und ich hätte ja meine ganzen Rechte eingebracht. Ja. Und das war dann wirklich, und am Ende habe ich dann wirklich gesagt, nein, ich mache das nicht. Das hatte natürlich so verschiedene Gründe, weil auch gehaltsmäßig, ich hatte mein Personal zusammengesucht und was die damals eben verdienen wollten auch alle, das war utopisch, machte einfach keinen Sinn. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nein, ich gehe eben nicht, mache kein IPO. Und ja, das wäre eben richtig, weil sonst würde ich jetzt hier vor dir sitzen und würde ich jetzt wahrscheinlich 5 Mark anpumpen. Ja, stell dir vor, und so an der Sache vorbei und als Aktionär kannst du ruhig schlafen, weil du überhaupt nicht im neuen Markt bist. Richtig, ja. Aber ich habe natürlich auch ein paar Sachen, ich meine, ich habe ein paar Sachen, die ganz gut gelaufen sind, aber ich habe auch ein paar Telekom-Aktien, aber das sitze ich auch. Gut, aber das kommt wieder. Das jetzt schauen wir uns einen Ausschnitt an aus deinem Video. Das Video heißt Win the Race und die CD ist America Modern Talking. Win the Race, die Single America, das ist die CD. Dieter, frohe Ostern. Wünsche ich dir auch. Glück beim Suchen draußen. Alles Gute. Alles Gute und wir drücken die Daumen, dass das ohne böse Presse und so weiter und ja, vor allem drücken wir die Daumen, dass die Ehe diesmal länger als 4 Wochen hält. Ihr wollt heiraten? Man weiß ja nie. Mein Gott, dann aber alles Gute. Frohe Ostern. Dankeschön, ja? Tschüss. Dieter Bohlen, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, lebt in der klösterlichen Abgeschiedenheit in der Nähe von Frankfurt. Aber er hat die Hand am Puls der Zeit dank Internet. Herzlich willkommen, Bruder Paulus. Vielleicht erstmal das Formelle vorab. Sie gehören welchem Orden an? Dem Kapuzinerorden. Ja, das, ist das ein sehr strenger Orden oder sehr weltzugewandt? Das ist, glaube ich, das Strengste der Welt, sehr zugewandt zu sein. Ah, das ist richtig. Gehen Sie in Schulen, unterrichten Sie oder? Wir haben auch Mitbrüder, die in Schulen gehen. Jetzt wir in Deutschland, wir haben eher mehr Wallfahrtsorte zu betreuen in Süddeutschland. Und in Frankfurt haben wir so eine Kirche, wo wir Pfarrseelsorge machen und Menschen einladen, zu uns zu kommen und bei uns mal vorbeizuschauen. Und wo ist das Kloster genau, in dem Sie leben? Genau, mitten in der City, an der Hauptwache. Man steigt aus der Hauptwache, wo jeden Tag 250.000 Menschen rausquillen und 100 Meter weiter geht es zu uns rein in die Liebfrauenkirche und viele Menschen surfen vorbei, kommen nicht rein, aber viele finden auch den Link links rein und kommen dann zu uns. Werden das wieder mehr Leute, die in die Kirche gehen? Ja, eigentlich schon. Bei uns treten jedes Jahr so, sag ich mal, 10, 20 Leute auch in die Kirche wieder ein. Ja. Weil sie einfach merken, das können wir bei uns gar nicht zählen. Bei uns kommen nur die Leute, die wieder eintreten wollen. Das ist gut, ne? Ach so. Ja? Ja, klar. Ja, hat das jetzt in der Karwoche zum Beispiel, der Woche vor Ostern, kann man da feststellen, dass die Leute irgendwie besinnlicher werden oder dass sie ein bisschen innehalten? Ja. Also besinnlicher, ich merke bei uns in der Kirche schon, dass viel mehr Leute zum Beichten kommen und die Gottesdienste auch gefüllter sind. Und die Menschen irgendwie denken, ja, Ostern ist so eine Zeit, da kann ich auch besser zur Besinnung kommen. Und das ist schon so. Mhm. Wollen die Leute Ohrenbeichte oder machen die Bußfeiern? Bei uns geht nur die Ohrenbeichte und da kommen eigentlich ziemlich viele. Jetzt in dieser Woche sind wir zu zweit oder zu dritt in der Kirche für die Menschen da, die zu uns kommen und beichten wollen. Aber es war eine Zeit lang so ein Trend, dass Beichte überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird, ja? Oder? Das war die Zeit, in der die Kassen bei dem Psychotherapeuten mehr klingelten. Ja. Und man hat auch gemerkt, dafür reicht das Geld auch nicht. Dann kommen wir doch lieber sofort zum Beichten. Und Gott kann, glaube ich, eine Menge mehr tun, als das Therapie oder sonstige Wissenschaft kann. Hat denn so eine Karwoche noch einen Sinn in der heutigen Zeit? Also was da eigentlich? Ja, die hat für mich einen großen Sinn, weil die großen Lebensthemen in dieser Woche gefeiert werden. Am Gründonnerstag geht es um Abschied nehmen von Freunden und was mache ich, wenn ich Abschied nehme? Am Karfreitag geht es um das große Thema Sterben und es geht was kaputt und das erleben ja viele Menschen heute, dass vieles an Träume kaputt geht, Beziehungen kaputt geht. Am Samstag ist der Tag des großen Schweigens und das kennen auch viele Leute, die gerade sehr viel in Beziehungen leben, dass sie auch merken, es gibt auch viele Phasen des Schweigens, man hat sich nichts mehr zu sagen und dann in der Osternacht ist die große Nacht, wo der Anfang des Lebens gefeiert wird und ich glaube selber mit vielen anderen, dass Gott es ist, der die neuen Anfänge einfach möglich machen will, auch bei den noch so vertrackten Fällen.
Auch zum Beispiel bei unserem Bruder Bohlen, der gerade, was denken Sie, wenn Sie hören, er möchte jetzt also wieder mal heiraten? Das ist ja eigentlich in der katholischen Kirche, ist es mittlerweile nicht erlaubt, mehrfach zu heiraten? Nee, das geht auch gar nicht. Das geht nicht. Nein, man kann sein Leben nur einmal einem Menschen ganz weggeben und wenn man das mal ganz getan hat, dann ist es weg. Man kann sich es auch nicht wiederholen. Man muss sich überlegen, was geschieht, wenn Menschen scheitern in dieser Ehe und in der Beziehung. Und ich weiß von vielen, die wieder geheiratet haben, dass diese zweite Beziehung nicht mehr die Qualität hat, wie es die erste war. Ich wünsche Menschen, dass sie glücklich werden, keine Frage. Aber das, was Ehe bedeutet, das ist wirklich nur einmal möglich. Du kannst dich nur einmal verschenken. Und dann bist du verschenkt. Und das kannst du nicht mehr zurückholen. Dann läuft der Erste damit weg. Und das sieht man so streng in der Kirche? Ja, das ist so. Das ist ja keine Glaubenslehre, sondern das ist das, was zwischen Menschen einfach passiert, ob man glaubt oder nicht. Das aber gibt es so. Zum Beispiel so in Monaco oder sowas, die kriegen dann so eine Sondergenehmigung vom Papst oder die erste Ehe war eh bei Regen geschlossen oder der andere war eigentlich halb evangelisch und so ungültig. Also annullieren, das geht doch. Das Annullieren hat schon ein ziemlich schwieriges Verfahren und ich stimme Ihnen völlig zu, dass man manchmal auch denkt, es wäre vielleicht besser, diese Verfahren offener zu machen, erklärbarer zu machen, aber im Letzten geht es darum zu sagen, es geht zwischen zwei Menschen um alles oder nichts und das soll gewahrt bleiben und da, wo es nicht um alles oder nichts gegangen ist, da können die Menschen auch sagen, gut, das waren wir nicht verheiratet und dann kann man es natürlich noch mal erstmal in einer richtigen Ehe probieren. Was ist das, was Sie auf Ihrer Homepage machen? Bei mir ist es so, dass ich bei www.liebfrauen.net einfach versuche darzustellen, oder wir bei uns als Kapuziner und Franziskanerinnen versuchen auf dieser Homepage zu zeigen, was wir in Liebfrauen tun. Das ist zum einen erstmal eine Darstellung dessen, was wir tun. Aber das Besondere ist eigentlich, dass wir anbieten, dort auch virtuell beten zu können. Ja, das können wir gerade mal aufrufen. Herr Andrack hat das virtuelle Beten mal bei sich auf dem Schirm. Und genau. Das ist sehr interessant. Was ist das hier? Was steht da? Ziehen Sie? Da steht, ziehen Sie mit der Maustaste die Kerze vor die Madonna. Dann entzündet sie sich. Dann kann man, geben Sie Ihr Anliegen ein, kann man anklicken. Unten, das heißt, ich tippe ein, ich bin ein Sünder. Da können Sie jetzt Ihren Namen eintippen oder Sie können sagen, unter Pseudonym und können Ihr Anliegen eingeben. Und das, was dort virtuell geschieht, das geschieht auch bei uns eigentlich in der Praxis und ich habe Ihnen natürlich auch was geschenkt, wenn ich schon herkomme, muss meinem Gast was schenken. Ja. Aber das, was ich Ihnen geschenkt habe, kann ich gar nicht sehen, nur eine Erinnerung dran. Ich habe nämlich an dem Originalort heute Mittag, bevor ich weggefahren bin, wirklich eine Kerze angezündet für Sie. Und damit Sie wenigstens wissen, wie diese Kerze aussieht, habe ich sie Ihnen einfach mal mitgebracht. Da werden 1200 Stück jeden Tag angezündet von den Passanten, die vor unserer Madonna beten und vor unserer Madonna ihre Anliegen loswerden. Und damit Sie wissen, was ich für Sie heute Mittag angezündet habe, dachte ich, ich bringe Ihnen mal so eine Originalkerze von Liebfrauen mit. Das, was da virtuell zu sehen ist, das gibt es auch in der Realität. Und ich druck das auch aus und lege es dazu. Aha, vielen Dank. Dankeschön. Wird er erwartet, dass die Passanten so Geld dafür einwerfen, für so eine Kerze, oder nicht? Das steht nirgendwo dran. Viele tun es. Und wir leben davon. Aber was heißt das? Kriegen Sie keine Kirchensteuer? Nein. Wir Kapuziner sind unabhängig von der Kirche. In der Struktur sind wir ein Bettelorden und wir leben einmal von unserer Händearbeit, von dem, was wir tun. Ja. Und natürlich von den Spenden. Und je mehr wir Gutes tun, ist klar, sagen die Leute, gut, dass es euch gibt. Wir haben zum Beispiel ein Obdachlosentreffen, Franziskustreff, wo jeden Morgen 100 Obdachlose versorgt werden. Und denen geben wir Frühstück. Das ist unabhängig von Kirche, Caritas, von irgendwas. Das ist einfach unsere Ordensangelegenheit. Dafür bekommen wir viele Spenden. Und natürlich, dass wir als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, als offene Tür, die 24 Stunden geöffnet ist. Und die Menschen sagen, dafür geben wir gerne was. Und wir leben vom Betteln. Aber wir sollen erstmal auch arbeiten. Und wir arbeiten natürlich auch viel. Und das Internet, das finanzieren Sie auch so? Das Internet wird durch die Spenderinnen und Spender getätigt. Ich habe ja noch eine zweite Aktion da im Internet. Ja. Ich kommentiere jeden Tag die Schlagzeile der Bild-Zeitung mit einem Bibelzitat. Ich kann es vielleicht gerade mal von heute schnell vorlesen. Heute war Boris Becker, ja, der momentan auf der Suche ist. Und die haben geschrieben, Petrusbrief 1,5-7. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Das ist der Spruch für Boris. Das ist der Spruch eigentlich für Boris, ganz genau. Es geht um Selbstbeherrschung, es geht darum, dass man seinem Leben eine Richtung gibt. Und wenn man in der hin und her wankt wie ein Schilfrohr,
da kann nichts raus werden. Es geht schon darum, Linien in sein Leben zu kriegen. Und das geht nicht ohne Askese und das geht nicht ohne Entschiedenheit. Ich rede mit Leuten, die das lesen, auch drüber, auch im Internet. Und ich finde eigentlich ganz schön, mit welcher Offenheit Sie da bei uns mit sprechen. Und wir können Sie bei Sat.1 im Fernsehen sehen? Wann ja, ist das Sonntag auch sonntags im Mai wieder. 5 Minuten zu So gesehen. Ja. Und So gesehen ist das Wort zum Sonntag in Sat.1 und das mache ich seit Januar. Ja. Das macht eigentlich ganz viel Freude. Es ist für mich einfach schön, etwas zu tun, wenn ich das hier mal so sagen darf, was eigentlich auch der Papst so im Gefühl hat. Er hat uns als Christen anvertraut, jetzt gesagt, dass wir fürs neue Jahrtausend duck in altum, heißt es lateinisch auf Deutsch, fahr weit hinaus. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Internet bin oder meinetwegen übers Handy Bibelsprüche versende, bei IOBOX gibt es eine Abteilung, dass ich jeden Tag, dass jeder sich jeden Tag das aufs Handy schicken lassen kann, die Bibelschlagzeile und auch meinen Bibelspruch. Und auch die Erträge, die daraus kommen, das, was man dafür zahlt, auch das dient unserer Arbeit. Und so dringe ich halt in Regionen vor, auf die ich eigentlich überhaupt nicht mehr sonst kommen würde. Und es freut mich einfach, jetzt auch hier zu sitzen. Das ist doch in diesem eine schöne Sinne, Sache, gell? Frohe Ostern! Frohe Ostern! Ja, Dankeschön, ja. Alles Gute! Dankeschön! Bruder Paulus, mein Name ist Leute. Dankeschön, gute Nacht!